Oh my God. Was weißt du, was da unten ist? Oh mein Gott. Warum hat denn der das alles? Be careful! Oh my God! Oh. Switzerland life. Don't fall down with the trees. Yeah, be careful! It's oh my God. Jesus. Catch car sludge if you can. Hey, das sollte man. Aha. Catch car sludge if you can. Boston. Oh, good. Also soeben war die Archäologie hier, da geht er hin, das klappt alles. Wir sind jetzt also hier in der, mitten in der historischen Burg. Über die weiß man sehr, sehr wenig. Aber es war eine trapezförmige Grundstruktur. Ist seit Hunderten von Jahren eine Ruine gewesen. Es gibt keine Bilder, wie die Burg je ausgesehen hat. War wohl einfach auch nie wichtig. Und Ursin geht jetzt an diese Birke. Vorher war der Zimmermann hier und hat gezeigt, die ist. Wir hatten eigentlich die Idee, man könnte den Baum, weil er doch eine sehr spezielle Form hat, integrieren. Aber es ist klar, der Baum ist eigentlich quasi tot. Was jetzt sehr schön sein wird, ist diese Durchsicht hier zum Kloster Disentis. Also in dem Moment sagen wir eigentlich, also hier wo ich jetzt stehe, da wird die Installation dann sein, 6 Meter hoch. Die Roboter und Big Data muss uns jetzt noch sagen, wie das geht. Die Bewilligung hat uns der Mitarbeiter von Ronaldo gegeben. Yep. Ja.
kommt schon so, aber ja, ich gehe in Sicherheit. Ja. Chapeau. Mein Gott. Ja, danke fürs Winken. Aber wie gesagt, dieser Baum. Diese Birke ist schon quasi tot. Deshalb haben wir uns entschieden, den nicht zu integrieren und den Raum wieder frei zu machen für den ursprünglichen Ort, wo die Burg gestanden ist. Hey, Pafla, hallo. Ja, brutal. Doch, es ist alles bewilligt. Danke für die Frage. Simon hat uns das, die Fällung der Bäume, erlaubt. Professor Gramazio Cole, Professor Fabio Gramazio schmeißt mit seinen zwei Studenten und dem Lehrgangsleiter des Masterstudienganges hier die Bäume ins Tal hinunter. Es ist sehr, sehr steil hier. Aber ich habe noch einmal nachgeschaut, der Wanderweg, der ist viel weiter vorne. Es ist also keine Gefahr für Leib und Leben. Achtung! Ja, der fällt jetzt auf die andere Seite. Mann. Ja, ich beschränke mich aufs Filmen, das finde ich besser. Aber Christoph Bauer vom Archäologischen Amt hat eine Definition gegeben für Archäologie. Es ist dokumentierte Zerstörung. Ein wissenschaftliches Experiment, was nur einmal gemacht werden kann. Weil wenn man einen Boden wo stehen nicht an, ne? Nicht? Ich weiß es nicht. Ah!
Bergseite. Was ist da? Der da? Not there, but here, I would say. Because, nein, da geht es sehr steil ab, aber da hat es richtig das Bödeli. Ja, eben, da hat es richtig das Bödeli. We put a little, we make a fireplace. Hallo? Ja, du willst ein Spiegel machen? Nein, ich würde einfach einen Haufen machen. Einfach einen Haufen machen. Ich komme dann noch ein bisschen aufschneiden. Hallo, wie da habe ich ein Bild dazu. Nein, ich muss das so. Okay, ich gehe jetzt mal noch rüber. Das ist eigentlich noch alles, was man im Moment sieht. Und wie groß ist jetzt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen byzantinischen Mosaikboden finden? Sehr gering, also. Schade. Ja, doch, gewinnen wir eher im Lotto. Aber das passiert ja auch, gell? Ja, aber. Nicht in diesen Höhenlagen. Aber wir haben byzantinisches Zeugs im Kloster. Ja, aber. Von dir? Nein! Nein, nein, nein! Also ich stelle jetzt hier wieder mal ab. Wie stellt man das hier ab? Ich weiß gar nicht. Ah, hier. Okay, tschüss.